Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, ja, Frau Müller-Rech, Sie waren in der letzten Legislatur noch nicht da. Es ist in der Tat bedauerlich, dass Logineo noch nicht fertiggestellt wurde, dass das nicht funktioniert hat. Wir haben als schulpolitische Sprecherinnen da oft genug zusammengesessen. Und ich hätte mir auch erwartet, das will ich noch mal sehr deutlich sagen, dass die potenten Partner, die eigentlich im Auftrag diese Softwareplattform erarbeiten sollten, dass die wirklich so potent waren und so kompetent, das ohne Lücken hinzukriegen. Ich bin auch darüber sehr entsetzt, dass das nicht funktioniert hat. Das teilen wir, und dass das nicht kurzfristig funktionieren kann, das neu aufzusetzen, da bin ich Ihrer Meinung. Aber dass wir trotzdem daran arbeiten müssen, was Belastbares zu haben. Weil das ist eine gemeinsame Anstrengung, und ich finde, das sollten wir nicht gegeneinander schieben. Aber Kollege Braun, wenn Sie so tun, als ob dieser Antrag der SPD quasi die Zuschriften der Personalräte und aller Lehrer und Lehrerinnen, die sich an uns wenden, provoziert hat, dann ist das ja nun auch eine Verkehrung. Weil die kommen jetzt schon eine ganze Weile. Und auch wenn weiter für Klarstellungen gesorgt wird, die Unruhe ist einfach da. Und es gibt die Rückfragen aus den Kollegien. Und es ist natürlich klar, überall sind die Anforderungen der Digitalisierung da. Die Verwaltungsvorgänge, die Dokumentation, die Lehrerinnen und Lehrer zu machen haben. Die Frage der Umstellung des Unterrichts vom Lernen her, Digitalisierung zu denken. Ich denke, da sind wir auch im gemeinsamen Ansatz. Aber das sind Anforderungen, und das verlangt Klärungen. Und das verlangt Klärungen rechtlicherseits. Es ist schon angesprochen worden. Und ich glaube, dass es nicht damit getan ist, jetzt mal Gespräche zu führen, wer was macht. Ich will von dem Beispiel meiner Heimatkommune Paderborn erzählen. Und das ist eben nicht die Realität in anderen Kommunen in Nordrhein-Westfalen. Die nehmen bis 2020 knapp 8 Millionen € in die Hand, statten alle Kollegen und Kolleginnen mit Tablets, mit dienstlichen Endgeräten aus und geben sie ihnen quasi dann in die Hand, wenn sie eine gemeinsame Schulung gemacht haben, die begleitet wird von der Universität Paderborn und dem Kompetenzzentrum der Bezirksregierung. Das ist ein Konzept, was man sich anschauen sollte. Aber der Arbeitsplatz von Kolleginnen und Kollegen kann auch nicht von der Potenz einer Kommune und dem Engagement abhängen, sondern die Qualität von Schule hat sehr viel jetzt auch mit diesem Ausbau von Digitalisierung zu tun und der Frage der Gestaltung der Arbeitsplätze von Kollegen und Kolleginnen. Und so kommen wir zu den grundlegenden rechtlichen Fragen. Und ich glaube auch nicht, dass das in einer schnellen Befassung jetzt mit diesem Antrag hier erledigt ist. Und deswegen habe ich ein rechtliches Gutachten in Auftrag gegeben, um bestimmte Dinge zu klären. Weil egal, wer regiert, wir stehen vor dieser Frage, wer ist eigentlich für die Ausstattung und die Anforderungen im Lehrerberuf für die Kollegen und Kolleginnen zuständig? Und diese Fragen der Datenschutzverordnung, die bringt das Ganze noch mal in die Zuspitzung. Die Anforderungen an die Digitalisierung, wie Kollegen und Kolleginnen ihre Arbeit verändern müssen, das ist eine Vorgabe des Landes. Wie wird das umgesetzt? Wie verhält sich das in der Konnexität? Wie sieht das denn eigentlich mit dem Zyklus von Geräten aus? Wo muss das Land, wo muss die Kommune tätig werden? Was gibt es da für finanzielle Regelungen untereinander? Und deswegen bin ich froh, dass dieses Gutachten dann hoffentlich bald vorliegen wird und wir das in den Diskussionsprozess im Schulausschuss dann auch einspeisen können. Denn wir brauchen da rechtliche Sicherheit, und die Kollegen und Kolleginnen warten auch darauf, dass es diese rechtliche Sicherheit gibt und dass es nicht von Gesprächen wohlwollend auf der einen oder anderen Seite abhängt, die sich auch noch sehr lange ziehen können, wann endlich diese Klärung da ist. Wer ist verantwortlich für die Arbeitsausstattung von Lehrerinnen und Lehrern in Nordrhein-Westfalen und vor allen Dingen in diesem Bereich der digitalen Endgeräte? Das werden wir miteinander diskutieren in aller Sorgfalt, aber auch in der nötigen Konsequenz, schnell zu einem Ergebnis zu kommen, so schnell wie möglich, damit diese Klarheit im nächsten Schuljahr dann auch Raum greifen kann. Und das hat für uns als Haushaltsgesetzgeber ja eventuell ganz enorme Folgen. Und deswegen möchte ich es einmal grundsätzlich geklärt haben. Denn dann müsste zum kommenden Haushalt auch die entsprechenden Mittel dann in der Bereitstellung da sein. Und deswegen liegt mir daran, dass wir das nicht verschieben, sondern einmal grundsätzlich diese Frage stellen. Und hoffe ich mit dieser Klärung auch dann zu einer Bereitschaft, wenn das Land in die Verantwortung genommen werden muss, diese digitalen Endgeräte zu stellen, dann auch hier wirklich die
notwendigen Mittel zur Verfügung gestellt werden und das gemeinsam getragen wird. Das ist die Initiative, die ich jetzt hier in den Prozess mit einbringen möchte, damit wir wirklich zu einer Lösung kommen. Das ist nichts, woraus jemand Honig saugen kann, sondern wir müssen dafür sorgen, dass unsere Schulen gut ausgestattet sind und die Kolleginnen und Kollegen den Dienst bestens versehen können.